Imagine a colored bridge from Earth into other dimensions, leading somewhere, guiding you through eternity. A rainbow shining beyond human imagination. Rays of colored light. A bridge from Earth into other dimensions, leading somewhere beyond human imagination. Dass Sie Ihren Weg zu dieser Webseite gefunden haben, bezeugt in sich schon, dass Sie ein gewisses Maß an Neugierde, dem bislang gekennzeichneten Phänomen Leben nach dem Tode, innehalten. Sei gewiss, dass jeder Mensch sich früher oder später damit auseinandersetzt, in welch Form auch immer. Wir möchten Sie diesem Thema auf jeden Fall näher bringen und zeigen Ihnen eine Frau, die ihre Gabe nützt, um anderen Trost zu spenden, Licht in mancher Dunkelheit bringt, aber auch Aufklärungsarbeit in einem sehr kontroversen Gebiet leistet. Rita Pahl, ein Mensch wie Sie und ich. Oder doch nicht? Wie immer dem sei, Rita Pahl verleiht dem Thema eine außergewöhnliche Normalität zu. Letztendlich dienlich der Heilung der Seele. Gibt es ein Leben nach dem Leben? Eins ist Fakt, keiner wird dieser Frage entweichen können. Wir ersuchen die Antwort bei dem Mediziner, in der Wissenschaft, ja sogar in Religion. Und in diesen Gebieten werden auch die meisten Forschungsgelder investiert. So erscheint eine Rita Pahl in dem Leben mancher und erlaubt ihnen die Eigenmächtigung, entscheiden zu dürfen, basierend auf Informationen, die keineswegs von Masseneinfluss indoktriniert werden, sondern aus den ursprünglichen Erlebnissen mit ihren Liebsten. Und welche Beweise ist besser als das eigene Ich-Wissen? Dieses Gebiet ist zwar in Büchern mittlerweile umfangreich dokumentiert worden. Vorreiter wie zum Beispiel Elizabeth Kübler-Ross, Raymond Moody, ja sogar Neil Donald Walsh, die ihr Leben im Dienste der Aufklärung opferten, und zwar über Jenseitswissen. Mir erscheint es, was Rita kann, ist, alle der Vorgängerinformationen in greifbarer Reichweite für den Klient zu offerieren. Also, erleben Sie selbst, und wir heißen Sie herzlich willkommen zum nächsten Seminar. So, Frau Caponegro, also zuerst möchte ich Ihnen mal sagen, dass ich natürlich nicht bestimmen kann, wer kommt. Wenn jemand aus der jenseitigen Welt mit Ihnen sprechen möchte, dann kommen die auch und zeigen sich mir, ne? Und ich beschreibe die dann. Und wenn Sie dann sagen, ja, wenn ich sie beschreibe, dass das auch so stimmt in etwa, ne? Okay? Ich brauche einen ganz kurzen Moment, um mich mit der geistigen Welt in Verbindung zu setzen. Ich bete da auch und spreche mit der geistigen Welt sozusagen. Und bitte halt um diese Verbindung. Und das können Sie gerne auch tun, dass der oder derjenige, der zu Ihnen kommen will, dass Sie sagen, bitte komm doch. Ja? Also es sind mehrere Personen, die hier sind. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass hier ein Mann ist, der ist noch nicht so alt. Ich schätze mal so ein bisschen um die 50. Und er ist hier jetzt sehr dünn und hat auch ein bisschen weniger Haare. Und er sagt mir irgendwie, ich meine zu hören, dass es Ihr Vater ist. Kann es sein? Haben Sie Ihren Vater in der geistigen Welt? Okay. Der Vater sagt mir, dass er sehr krank war und er hält sich den Bauch. Mhm. Hat er irgendwas im Bauch gehabt? Ja, er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Okay. Aber er ist nicht so lustig oder nicht so, also er ist eher ein bisschen trauriger, weil er sagt mir, ich soll Ihnen sagen, dass es ihm leid tut. Mhm. Er möchte sich bei Ihnen entschuldigen. Okay. Weil, also ich meine so, weil er sagt, es war sehr ungerecht. Ja. Kann es sein? Ja, sehr. Mhm. Er hat auch manchmal zu viel getrunken. Ja. Also er hat ein Problem mit Alkohol gehabt, ja, ne? Und es war auch so, dass oftmals Gewalt da war, ne? Ja, auch. Also auch Schläge, ne? Ja. Mhm. Es tut ihm leid. Aber jetzt wollen wir mal weitergehen. Und zwar sehe ich einen jungen Mann. Also es ist, was ist ein Kind?
Und dieses Kind ist ungefähr so, es ist sehr schwierig manchmal zu sagen, so 10, 11 Jahre müsste der alt sein. Das ist ein Junge. Das sagt Ihnen was, Ja, ja? das sagt mir was. Der sagt auch sehr, ich liebe dich. Und er sagt, Mama, ich liebe dich. Er sagt, dass er sehr froh ist, dass sie hier sind und dass er sie sehr, sehr lieb hat. Ihr Sohn ist nicht krank gewesen. Ne? Nee, nicht, er war nicht krank. Ne? Nein. Er sagt mir etwas von einem Unfall. Ne? Dem geht's gut. Das ist schön. Ja, der lacht. Der hält sie auch hier ganz fest, er steht hier. Er sagt, Mama, das ging so schnell. Das muss sehr schnell gegangen sein. Und er zeigt mir etwas von Fallen. Und er hält auch den Kopf fest. Ja. Er sagt, Mama, der Kopf. Der ist aus dem Fenster gefallen. Auf Kopf. Und weil er im Krankenhaus war, gehirntot. Mit 12 Jahren war das. Er war 12? 12. Ja, ich wusste nicht, so 11, 12, sowas, ja. Ihr Junge ist ein Schlanker Ja. und hat eher so dunkelblonde Haare, würde ich sagen. So Ja. kurze dunkelblonde Haare, stimmt das? Ja. Ein ganz lustiger eigentlich, ein ganz lieber, aufgeschlossener. Ja, war sehr lieb. Sehr beliebt auch bei den anderen. Er sagt mir, dass er nicht mehr leiden musste. Und sagen Sie mal, haben Sie noch eine Tochter? Ja. Der will mir nicht was sagen, warten Sie mal. Okay. Sie sollen die Tochter, also die Schwester, ganz lieb grüßen. Und Sie sollen ihr sagen, sie hätte keine Schuld. Okay. Können Sie damit was anfangen? Ich weiß jetzt nicht, warum Schuld oder nicht Schuld. Die haben ein Zimmer zusammen gespielt. Die haben ein Spiel gemacht, berühr den Boden nicht. Ja. Das Fenster war auf, aber es war nur so ein Stinkgitter davor. Und dann sind die immer gesprungen auf dem Boden, Bett. Und vor dem Fenster war so ein Drehstuhl und er ist da drauf gesprungen, dass er nicht den Boden berührt und hat aber das Gleichgewicht verloren. Und ist aus dem Fenster gefallen. Und sie hat einen Tag gestanden und Wie alt war denn Ihre Tochter da? 9. Oh ja. Aha. Und wie alt ist sie heute? Ist 20. Okay. Sagen Sie ihr einen ganz lieben Gruß, weil ich hatte das Gefühl, oder so wie er es mir gesagt hat, dass sie irgendwie Schuldgefühle hat. Der steht hinter Ihnen, dem geht es wirklich sehr, sehr gut. Schön. Ja? Und er will auch, dass Sie glücklich sind, ja? Dass Sie nicht mehr so leiden. Ja? Er sagt mir, Sie haben auf dem Speicher Sachen von ihm gelagert, stimmt das? Ja. So Kisten? Ja. In einer Kiste sollten Sie mal gucken, da ist ein Kettchen drin. Aber ich weiß, dass er sagt, das ist eine Kette und es ist so ein kleines Medaillon und da ist was drauf und das sollen Sie anziehen oder bei sich tragen. Ihr Sohn hat, wie fast viele Kinder, gerne Jeans getragen, zeigt er mir, und auch so Shirts. Aber zum Schluss so im Sarg sehe ich was anderes, beziehungsweise der muss ein Shirt angehabt haben, so was Helles,
Aber irgendwie ist die Hose irgendwie anders. Das ist so, ich weiß nicht, hat er eine Jogginghose angehabt oder was? Jogginghose, ich habe seine Ja? Jogginghose anziehen lassen, ja. Sie sind so eine Zeit lang nicht so oft ans Grab ihres Sohnes. Ja, das stimmt. Ja. Der sagt mir, dass sie da keine Schuldgefühle haben sollen. Es wäre nicht schlimm. Er würde eh nicht da liegen. Ja? Er ist ja in ihrem Herzen. Und er Ja, ist es ist überall da, wo schwer. sie sind. Ja? Aber ja, er liegt nicht da. Ne? Also er sagt nur, Mama, du brauchst keine Schuldgefühle zu haben. Aber er hat sie noch ganz deutlich gespürt, auch wie sie bei ihm waren, auch im Krankenhaus. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von ihm. Also ich bedanke mich jetzt, dass Sie hier waren, auch in der geistigen Welt. Das können Sie auch tun, sich verabschieden live. Sie hören sie und sehen Rays sie. of colored light. A Sie bridge kommen from wieder. Earth Und into Sie other kommen wieder. dimensions, leading somewhere beyond human imagination.